Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, Cybertrix. Mit dabei die zwei Vollidioten hier, die sich schon fast wieder gegenseitig umbringen. Aua! Hört ihr jetzt bitte auf. So, ich genieße jetzt erstmal ein Stück Fleisch. Zur Information, ich habe jetzt ein neues Resource Pack plus Sound Pack plus Musik Pack drin, und zwar von PureDB, so heißt es doch, oder? Pur? Specs PureDB. Genau. Link in der Beschreibung natürlich für alle, die es interessiert, oder hier auch nochmal eingeblendet. So, beziehungsweise der Name ist eingeblendet, nicht der Link direkt. So, wir sammeln jetzt fleißig Ressourcen weiter. Resources. Ich Luca, gehe in die Mine. Genau, der Luca geht wieder in die Mine. Ich finde die neuen Sounds echt super. Gibt ein bisschen mehr Atmosphäre. Aber, Musik und Geräusche. Wer bratet bitte Steine? Brät. Bratet. Ich wollte gerade sagen. Brät. Berätet. Aber ich muss gerade mal auf die Uhr gucken. Wie viel Uhr haben wir denn? Nicht, dass wir hier wieder. Wir haben. Ja, okay, wir haben 40. Ich? Meine Wenigkeit. Warum? Weil wir Steine brauchen. Weil wir uns darauf geeinigt haben, dass wir so das Haus bauen. Echt so? Wer hat sich darauf geeinigt? Hast du nicht mit? Wir alle. Naja, okay, Tobi was vielleicht nicht, aber der kriegt ja nie was mit, weil er immer damit beschäftigt ist, irgendwas anderes zu machen. Ach ja, ich muss mal ein bisschen Programm in den Augen behalten, und zwar Blender. Ich bin gerade dabei, was zu rendern. Mal wieder. Ach, du spielst und renderst gleichzeitig. Natürlich, das läuft alles über die GPU. Solange meine CPU nicht einknickt, ist ja alles okay. Und falls jemand interessiert ist, was Blender ist, bei dem Bearbeitungsprogramm. Und das hast die. Und die CPU hasst das Programm. Aber um zu merken. Das ist eine Lüge. Ist eine Lüge, ja. Lebenszeit wird ungefähr um 30 Jahre verkürzt. Mindestens. Ist das so? Mhm. Wird die so heiß? Die wird voll so überarbeitet. Also mindestens 100% Auslassung habt ihr. Ja, ist ja bei anderen Renderungsprogrammen auch, wie bei Sony Vegas. Ey, hier ist ein Gehirn. Ja, aber dann geht es Sony Vegas, das Blender komplett umsonst. Ja. Besitzt, Das sind auch ganz andere Bilder. Programme, die kann man aber auch nicht vergleichen. Das sind andere Programme. Kann auch Spiele mitmachen. Ja und? Kannst du denn Sony Vegas auch? Nein. Brauche ich auch nicht. Das ist halt praktisch. Aha. Komm her, Schwein. Jetzt auch mal die super secret settings machen. Oh, das sieht ja mal kacke aus. Ich will lieber auf den normalen wieder. Oh, da geht's runter. Autsch. Hast du mich runtergeboxt? Oh, Alter. Was ist das für ein Stein? Andresit. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Ist der neu, der Stein? Andresit? Ja. Natürlich, das gehört zu den neuen dekorativen Steinen. Ja, wir müssen Sand. Übrigens, ich spiele auch mit Mods zurzeit. Und zwar einmal mit Optifine. Und Optifine. Ja. Ja, ich glaube, ich spiele nur, glaube ich, mit einem Mod, so wie ich das richtig jetzt gesehen habe. Nur um das jetzt auch nochmal anzumerken. Für die Leute, die es jetzt auch interessiert. Link wird natürlich auch in der Beschreibung sein. Wahrscheinlich auch die Standard-Mods von Forge Modloader. Falls du den nicht hast. Nee, brauche ich nicht dafür. Also, ihr braucht keinen Modloader dafür. Um das nochmal anzumerken. Ihr könnt das direkt installieren. Ihr könnt es mit Modloader, also mit Forge, spielen. Oder auch. Ja, dann erspart ihr euch, wenn ihr mehr Mods installieren wollt, nachträglich, dann erspart ihr euch ein bisschen Arbeit. Gibt's den Modloader eigentlich noch? Den Forge-Modloader? Nein, den normalen Modloader. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ja, aber der Forge, alles. Ja, Forge macht ja alles. Das heißt ja auch nicht mehr Forge, sondern das heißt jetzt Forge-Modloader, FM. Nee. Doch. FML, Forge-Modloader. Ja, wollte ich gerade sagen. Die haben nämlich einen neuen Namen bekommen. Forge hat einen neuen Namen bekommen. Auch auf der Titelseite. Das ist alles umgemacht. Also es wurde alles verändert. Warum? Ja, weil die den Modloader übernommen haben. Wer die? Ja, die Forge-Leute, die haben den normalen Modloader übernommen. Ach so, scheiße. Das heißt jetzt auch Forge-Modloader. Das steht jetzt auch als Bild da und so. Das war ja nicht so, oder? Forge-Leute. Wir diskutieren über Forge. Oh ja. Dem, was mich nicht interessiert.
Findest du nicht, Luca? Ja, extrem. Luca kann nur nicht mitreden. Was? Natürlich kann ich nicht mitreden. Oh. Ja, ich weiß, ich hab zu viel, ihr weiß zu viel, tötet ihn. Oh, knack. Aber shooten kann. Die Sounds von Spacks ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja, das hab ich mir gerade auch so gedacht, die sind eigentlich ziemlich geil, ne? Mhm. Ja, aber war ja eigentlich klar, dass Spacks was kommt, weil die sind ja recht gut. Ja. Oh mein Gott. Wie sagen wir so schön, marktführend. Ja, Luca, du Bobby. Etwas, was ihr euch vielleicht gefällt. Was denn? Diamanten? Labas. Ja. Und ich habe jetzt eine Menge Sand gesammelt. Mit einer Menge Sand komme ich. Ja, ich erst deswegen die Luca gesagt, mal Minecraft. Weil ich erst darf das, wenn die ist. Ja, aber Lapis hat jetzt auch anders. Ja, allerdings. Verzauberung. Verzauberung ist nämlich einiges wert. Dafür wird auch der erste Diamant draufgehen, würde ich sagen, oder? Ja, für den Spitzhacke. Ne, Verzauberungstisch. Ja, Verzauberungstisch und dann. Da brauchen wir jetzt ein. Ne, wir brauchen. Doch, wir brauchen zwei. Was? Verzauberungstische? Ja, brauchst du zwei. Zwei Dias. Und oben kommt ein Buch hin, du hast es mit dem Buch vertauscht, glaube ich. Oh, Hülle. So, ich komme jetzt zurückgelatscht. Ich habe noch an die Seite. Ich habe drei Stacks Sand. Ach, Tatsache, wir müssen ein bisschen anziehen. Sehr schön. Aber ich bin nicht vergiftet, obwohl ich verrottetes Fleisch gegessen habe. Ich vergiftet am Tanz. Ja, was heißt vergiftet, aber hungrig. Da bekommt Hunger. Wir sind ein Biber. Ja, jetzt. Sei ich vorteilhaft beim Rennen zu springen noch nebenbei? Wenn du Hunger bekommen willst, natürlich. Ja. Gut. Das ist nicht locker. Rough. Kann man auf der Seite sehr schön sehen, wenn man das jetzt. Das kann man jetzt nicht so gut sehen. Dann kann ich nicht rum. Du kannst auch am Bett zeigen hier. Kann man dran sein. Okay. Ich weiß nicht. Dran. Ja, wir. Macht mal was Vernünftiges und unterhaltet euch nicht verdammt nochmal über das Resource-Auspaket. Doch, das ist aber wichtig. Bitte schön, Ben. Tobias, mach mal bitte Druckplatten. Welche Druckplatten? Stein. Einfach Druckplatten und die platzieren wir von innen eine. Ich heiße Tobias und meckere mir wieder rum. Lol. Yay. Komm, Tobias. Yes. Es sind ganze zwei Stück. Auch ganz viele. Zwei Stück.